Zu diesem Film ist eine Audioeinführung für Sehbehinderte verfügbar und in der Filmbeschreibung verlinkt. Das Hermelin gehört zu den kleinsten Raubtieren der Welt. In der intensiv genutzten Kulturlandschaft haben die Tiere Mühe zu überleben. Um diese Tiere zu schützen, müssen wir wissen, wo sie vorkommen. In unserem Wieselförderprojekt möchten wir Lebensraumaufwertungen an Orten planen, wo sie am wirksamsten sind. Das bedingt, im Voraus zu wissen, wo sich die Kleinraubtiere genau aufhalten. Aktuell arbeiten wir mit Spurentunneln. Dabei werden die Spuren mit Tintenfarbe auf Papier aufgezeichnet. Sofern die Spuren gut leserlich sind, können sie von Fachpersonen richtig interpretiert werden. Aktuell läuft ein Projekt Neuer Säugetheater aus der Schweiz und Liechtensteins. In diesem Projekt sind wir angewiesen auf Verbreitungsdaten der einheimischen Säugetiere. Diese Daten sind gar nicht einfach zu erfassen, insbesondere bei Arten wie Hermelin, Mauswiesel, die im Versteckten leben, in der Vegetation drin leben. Da sind wir angewiesen auf technische Neuentwicklungen. Wir suchten und entwickelten neue Lösungsansätze. Wir kontaktierten dann die ZTW School of Engineering und stießen dort auf sehr motivierte Ingenieure. Mit der TubeCam ersetzten wir das Holztunnel durch ein PVC-Rohr und das Spurenpapier durch einen Bewegungssensor und eine webfähigen Kamera. Um das Konzept praxistauglich zu machen, brauchte es das kombinierte Wissen aus Wildtierbiologie, Elektrotechnik und Informatik. Es war eine Herausforderung, die schnellen Tiere zu detektieren und fotografisch festzuhalten. Das Gerät muss möglichst lange autark funktionieren, das heißt stromarm sein, wetterfest und die Bilder in die Cloud hochladen können. Um die Tiere nicht zu stören, setzen wir kurzes Infrarotlicht ein, das diese nicht wahrnehmen können. Wie schon bei den Spurentunneln betreten die Tiere aus reiner Neugier diese Röhren. Sie sind Tunneljäger und finden solche Strukturen von sich aus spannend. Wenn also ein Tier eine unserer TubeCams betritt, wird eine Bilderserie ausgelöst, die per Mobilfunknetz auf die Cloud hochgeladen wird. Wir haben für unser Projekt bewusst den Citizen Science Ansatz gewählt. Artenschutz und Nachhaltigkeit, das sind sehr wichtige Themen, die sehr viele Leute interessieren. Und deswegen wollten wir sicherstellen, dass unser Projekt einer möglichst großen Community zugänglich ist. Interessierte Personen haben die Möglichkeit, auf unserer Webseite quasi in Echtzeit die ungefähren Standorte aller TubeCams und deren Bilder anzuschauen. Möchte man sich engagieren, gibt es einerseits die Möglichkeit, sich zu registrieren und selber Bilder zu klassifizieren, um weitere Kenntnisse über die Verbreitung der Tiere zu gewinnen. Zurzeit wird die TubeCam intensiv im Feld getestet. Wir arbeiten daran, den Prototypen serienreif zu machen. Danach erhoffen wir uns mit einem großflächigen Einsatz, das Wissen über diese Tiere zu vermehren. Für die Zukunft schweben uns diverse Weiterentwicklungen vor. Beispielsweise das Sammeln von DNA-Proben oder die Erfassung der Tiermaße durch eine 3D-Kamera.